50-50. Fahrt mit genügend Schwung gerade an. Vorm Absprung geht ihr in die Knie. Und beim Absprung drückt ihr euch aus der Hocke ab. Beim Landen auf der Box geht ihr in die Knie und achtet darauf, dass ihr flach aufkommt und nicht verkantet. Fahrt geradeaus, locker in den Knien. Am Ende der Box drückt ihr euch nochmal leicht ab und federt den Sprung mit den Knien ab. Backside Board Slide. Fahrt gerade auf die Box zu. Springt mit einer 90 Grad Drehung auf die Box. Auf der Box federt ihr den Sprung mit den Knien ab und wenn ihr euer Körpergewicht auf das linke Bein verlagert, bekommt der Trick noch etwas extra Style. Jetzt gilt es, das Gleichgewicht zu halten und nicht zu verkanten. Euer Blick sollte immer an das Ende der Box gerichtet sein, dass ihr auch die ganze Box durchslidet. Am Ende der Box dreht ihr euer Board um die 90 Grad zurück und federt den Sprung mit den Knien ab. Frontside 180 to switch 50-50, switch backside 180 out. Für diesen Trick solltet ihr auf jeden Fall das Switch fahren und den 180 drauf haben. Fahrt etwas rechts versetzt von der Box an und vorm Absprung geht ihr in die Knie und macht einen leichten Backside Turn. Am Take-Off, dem Ende vom Kicker, springt ihr mit einer 180 Grad Drehung auf die Box. Hierfür müsst ihr euch gut abdrücken, dass ihr in der Luft genügend Zeit zum Drehen habt. Wenn ihr eure Arme aktiv einsetzt, erleichtert ihr euch das Ganze. Federt die Landung mit euren Knien ab. Jetzt heißt es Switch, also falschrum sliden. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr mit eurem Board nicht verkantet, dann kann euch nichts passieren. Um den Switch Backside 180 zu erleichtern, dreht ihr kurz vorm Ende der Box den linken Arm nach hinten und dreht euren Oberkörper so, dass eure Brust zu der Box zeigt. Euer Blick sollte zwischen die Beine gerichtet sein. Jetzt springt ihr nach hinten ab und dreht euch um 180 Grad.
all in.